Und heftiger Cop-Präsenz. Jess, sind wir bereit? Wir werden sie fertig machen. Gut. Mac? Alles geklärt. Meine Gang und ich werden den Cops Feuer machen. Und Rev? Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, und Tyler, sobald du weißt, mit welchen Wagen du den Rush fährst, solltest du dafür sorgen, dass sie perfekt abgestimmt sind. Klar, wir sehen sie uns nochmal an. Ja. Okay, na dann. Stürzen wir mal das Haus. Du hast es also tatsächlich ins Rennen geschafft. Und ich bin hier, um dich zu schlagen. Oh, Tyler. Jeder Fahrer wird dich fertig machen, weißt du? Jeder Cop in der Stadt wird dich verfolgen. Du bist nichts als ein Loser, der mir im Weg steht. Und deine Glückssträhne wird enden. Genau da liegst du falsch. Hier geht es nicht um Glück. Jess, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab's schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Die Drohne ist in der Luft. Ich melde mich, falls Lina irgendwas versucht. Diese Typen sind die besten Racer des Landes. Vergiss nicht, um eine Runde weiterzukommen, reicht es, in der oberen Hälfte zu landen. Danke, Jess. Aber du kennst mich. Wenn ich fahre, dann um zu gewinnen. Chance.
Schneekappe ist halb rum und du führst. Hoppla! Die Blacklist, der Sweet King besiegt, den Run absolviert, dann willkommen beim Outlaws Rush, der ultimativen Herausforderung. Hey, ich wollte nur sagen, Hals und Bein hoch, im übertragenen Sinne natürlich. Klar, danke. Gib ihn einfach, denn wenn ich mein Casino verliere, breche ich dir wirklich die Beine. Ich mach nur Spaß. Nein, mach ich nicht. Kennt ihr oder was? Tyler liegt trotz heftiger Eingriffe durch das Haus in Führung. Wenn er in der oberen Hälfte bleibt, qualifiziert er sich für die nächste Etappe. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Sie sind alle raus. Okay, informier die Cops. Niemand darf durch, außer unserem Mann. Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Bin ich schnell.
den heutigen Passagen stabil. Dann wird das schon. Danke, Mr. Offroad.
konzentriert. Es ist bald geschafft. Für die Hilfe, Matt. Und Tyler Morgan gewinnt die Offroad-Etappe des Outlaws Rush. Sie wurden abgezogen? Wie viele? Alle, Mann? Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich kümmere mich selbst drum. Es gibt einen Fahrertausch. Ist das überhaupt erlaubt? Die Finaletappe des Outlaws Rush ist nicht der Champion, sondern Lina Navarro. Jetzt heißt es du gegen mich, Navarro. Du weißt, was für Tech in unserem Wagen steckt. Du hast keine Chance. Betrüg ruhig. Du verlierst trotzdem. Tyler. Du schaffst das, oder? Du schaffst das. Darauf kannst du Gift nehmen. Das war's für dich, Morgan. Mit der Tech in diesem Wagen entscheide ich über das Ergebnis jedes Rennens im Valley. Diese Stadt wollte mich brechen. Jetzt bin ich dran. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Bitte. Selbst dein Freund, der Gambler, weiß, was passieren wird. Er hat sich einfach nur für die falsche Seite entschieden. So viel zu deiner schicken Technik, Navarro. Du verlierst. Davon träumst du. Weißt noch, wie du damals in The Barrio warst? In den Rennen mit Jess und den Jungs. Da warst du wirklich gut. Jetzt gewinnst du nur noch durch Manipulation. Leute wie du und ich wurden schon immer beschissen, Morgan. Ich wollte nicht nur ein Spielzeug für andere sein, sondern zu den Gewinnern gehören. Nein, du hast aufgegeben. Deshalb musste ich deine Crew verraten, Tyler. Um aus The Barrio rauszukommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlt. Ich bin beeindruckt, wie weit du es geschafft hast, aber hier ist für dich Endstation. Du bist nur das letzte kleine Hindernis auf meinem Weg an die Spitze. Das sehen wir ja dann an der Ziellinie. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, in Führung zu gehen, Kleiner. Ich arbeite dran. Sie haben doch behauptet, Sie hätten die Situation im Griff. Ich habe sie ja. Nein. Ich erledige das selbst. Was meinen Sie? Mein Glückwunsch, Morgan. Sie stehen kurz vor dem Sieg gegen meinen Racer. Sieht so aus. Morgan, das Haus könnte jemanden mit Ihrem Talent brauchen. Sie wären der beste Racer der Stadt und unermesslich reich. Aber es gibt einen Haken, richtig? Einen kleinen. Sie müssen das Rennen verlieren. Was soll das? Nur dank mir gehört Ihnen diese Stadt. Und dank Ihrer verdammten Fehde verliere ich sie wieder. Danke für das Angebot. Ich passe. Kommen Sie schon, Morgan. Was wollen Sie? Ruhm? Geld? Lena?
Athenas Kopf auf einem Tablett. Sie müssen es nur sagen. Ich will, dass Sie alles tun, um mich zu schlagen. Dann weiß ich nämlich auf jeden Fall, dass mein Sieg verdient war. Das hier ist noch nicht vorbei. Das könnte es sein. Es ist noch nicht zu spät, Morgan. Sie müssen nur verlieren. Na gut, Tyler. Karten auf den Tisch. Hoppla. Wette hat uns ruiniert, Navarro. Ihr Versagen wird mich den letzten Cent kosten. Das Haus ist mit den Straßen fertig. Und mit Ihnen ebenfalls. Was? Nein, ich hab zu hart dafür... Alles, was Sie haben, verdanken Sie mir. Jetzt verlieren Sie es wieder. Dann werden wir aber gemeinsam untergehen. Sie wissen, wie viel ich über Sie weiß. Über alle von euch. Es war dumm, Ihnen zu vertrauen. Diesen Fehler mache ich nie wieder. Der Rush und das Haus sind Geschichte. Was kommt als nächstes? Ich wüsste da was. Nein. Sag bloß. Wie wär's mit einem Rennen zum Airfield? Ernsthaft? Höre ich da etwa Angst? Verstehe ich gut. Schließlich bin ich jetzt Champion. Oh, du bist erledigt. Haus war skrupellos und elegant, Mr. Weir. Tyler Morgan war ein kluger Schachzug. Er könnte in Zukunft noch nützlich sein. Ich weiß. Der Kollektor ist Geschichte. Sie haben gewonnen. Willkommen bei Arkwright.